Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die OBIS-Kennziffern. In der Energiewirtschaft kennt jeder die OBIS-Kennziffer oder hat zumindest schon mal davon gehört oder hat die gesehen, aber was steckt eigentlich dahinter? Wofür steht OBIS jetzt erstmal? Es steht für das Object Identification System und hat schlussendlich den Nutzen, dass wir vor allem Messwerte, also Energiemengen, an die richtige Stelle zuordnen können. Dafür brauchen wir nicht nur eine Zählernummer oder Messlokation, um den richtigen Zähler zu finden im entsprechenden Abrechnungssystem, sondern wir brauchen dann auch noch die OBIS-Kennzahl, die OBIS-Kennziffer, um innerhalb des Zählers das richtige Zählwerk zu finden oder richtig einzuordnen, ist das jetzt ein Zählerstand oder ist das eine Energiemenge, ist das ein Lastgang, ist das eine Leistungsspitze. Diese Einordnung findet über die OBIS-Kennziffer statt. Die genauen Regelungen zur OBIS kann man im EDI@Energy-Dokument Codeliste der OBIS-Kennzahlen nachlesen. Jetzt aktuell ist da die aktuelle Version, die 2.2G, wie Gustav. Ab der Makro 2020, also ab Dezember 2019, ist es aber die Version 2.2H, die aktuell gültig ist. Natürlich verändert auch hier die Makro 2020 so ein paar Rahmenbedingungen. Die Dokumente kann man sich auf edi-energy.de also genauer anschauen und kann, wenn man zum Beispiel jetzt eine EDIFACT-Datei vor sich liegen hat und da OBIS-Kennzahlen drinstehen, dann kann man da einfach genau nachschauen, kann durchscrollen oder kann mit der Suchfunktion nach der OBIS suchen und dann steht auch dahinter, um was es sich da genau handelt. Auf Google und Co. und auch selbst auf verschiedenen Webseiten gibt es keine richtig schönen Übersichten. Aktuell ist genau diese Codeliste der beste Anlaufpunkt, um eine unbekannte OBIS-Kennzahl nachzuprüfen. Hinter diesen Codes steckt natürlich auch noch eine Norm, und zwar die DIN N 62056-61, die man dementsprechend auch noch nachrecherchieren könnte, wenn man sich noch genauer mit OBIS-Kennzahlen beschäftigen möchte. Aber diese Quelle kostet natürlich, so wie alle Normen, auch ziemlich viel Geld. Daher sollte man sich das genau überlegen. Ich versuche in diesem Video jetzt mal genauer darzustellen, wie so eine OBIS aufgebaut ist. Und dann kann man mit Hilfe der Codeliste im Regelfall auch genau nachschauen, um was es sich eben jetzt genau handelt. Also wie genau ist so eine OBIS jetzt aufgebaut? Das klassische Beispiel ist 1-0.1.8.0. Das kennt jeder, der schon mal irgendwie mit Energiewirtschaft zu tun hatte. Das ist nämlich das Standardbeispiel, weil es ist ein ganz normaler Stromzählerstand bzw. eine Energiemenge im Verbrauch. Aber wofür stehen jetzt diese Zahlen? Dahinter stecken ganz konkrete Angaben. Die erste Ziffer, in dem Fall gerade eben die 1, ist das Medium. Also handelt es sich um Strom oder Gas. Gas wäre übrigens die 7, während Strom immer die 1 ist. Oder eben Wasser oder noch andere Arten von ja, Energiemengen oder Messwerten, die hier angegeben werden. Das erste ist also das Medium, um das es geht. Dahinter, also hinter dem Bindestrich, befindet sich dann der Kanal. Der Kanal ist im Regelfall, zumindest bei Strom, ungenutzt. Hat schlussendlich den Sinn der weiteren Steuerung, wenn es darum geht, da noch weiter zu unterscheiden. Aber im Regelfall ist das die uninteressanteste Stelle. Hinter dem Doppelpunkt kommt dann die Messgröße. Also handelt es sich zum Beispiel um Blindleistung oder um Wirkleistung oder um Scheinleistung. Das ist hier praktisch angegeben. Beim ganz normalen Standard-Strombereich ist das eben zum Beispiel die 1. Hinter dem ersten Punkt kommt dann die Messart. Damit wird unterschieden, handelt es sich zum Beispiel um einen Zählerstand oder handelt es sich um einen Lastgang oder handelt es sich um ein Maximum, also eine Leistungsspitze im Lastgang. Und das wird dann eben unterschieden, indem zum Beispiel die 8 immer für einen Zählerstand steht. Und hinter dem letzten Punkt ist dann die Tarifstufe. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine Summe handeln, das ist dann die 0. Das kommt zum Beispiel zu tragen, wenn es ein ganz normaler Standardzähler ist, der keine Unterscheidung verschiedener Tarife kann. Aber wenn ihr zum Beispiel eine Nachtspeicherheizung habt und in der Nacht wird der Tarif umgeschaltet auf praktisch den Niedertarif, dann gibt es hier die Unterscheidung auf die 1 für den Hochtarif und auf die 2 für den nächtlichen Niedertarif. Das ist also die Tarifstufe, die vor allem auch in der Zukunft bei variablen Tarifen, bei Smart Metern, die vielleicht zwischen Tarifen ständig auch wechseln können, besonders interessant sein werden, damit wir eben die Energiemengen genau dem richtigen Tarif zuordnen können. Schlussendlich sorgt so eine OBIS also dafür, dass wenn zum Beispiel in einer Marktkommunikationsdatei, in einer MS-Cons, unzählige Energiemengen und Zählerstände stehen, dass die jetzt nicht nur über die Messlokation und Zählernummer dem richtigen Zähler in einem Abrechnungssystem zugeordnet werden können, sondern dass eben jeder einzelne Zählerstand oder dann eben der Lastgang
gerade in der Unterscheidung zur Leistungsspitze, genau der richtigen Stelle im Abrechnungssystem zugeordnet werden, damit eben die Energiemengen in das richtige Zählwerk kommen, wenn es da eine Unterscheidung gibt bei komplexen Zählkonstrukten oder dass eben bei RLM-Zählern, bei Leistungszählern genau die Unterscheidung zwischen dem eigentlichen Lastgang und zwischen der Leistungsspitze geschaffen wird. Das Ganze wird eben mit der OBIS-Kennzahl sichergestellt. Und genau das ist auch schon die Erklärung, was ist eine OBIS, worum geht es bei der OBIS-Kennziffer. Habt ihr irgendwelche Fragen zur OBIS, dann stellt die doch einfach immer in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr euch genauer beschäftigen wollt mit der Energiewirtschaft, wenn ihr da nochmal genau solche Erklärungen konzentriert und zusammengefasst für die gesamte Energiewirtschaft haben wollt, ich biete fantastische Seminare für die Energiebranche an. Da gibt es in der Videobeschreibung einen Link auf meine Webseite, da könnt ihr einfach genauer nachschauen. Ansonsten abonniert bitte unbedingt diesen Kanal und gebt einen Daumen nach oben für dieses Video, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.